Guten Abend und willkommen zum Kulturspiegel. Hallo. Mit der Frankophilie der Saarländer, die wir uns so gerne nachsagen lassen, ist das so eine Sache. Für die meisten beschränkt sie sich ja doch auf gut essen gehen jenseits der Grenze. Dafür gibt es dann bei der Sprache Probleme. Dennoch bleibt man den Nachbarn gegenüber aufgeschlossen, vor allem die Jugend, das macht eben die Grenze. Und da finden besonders Vertreter von Randgruppen wie die Elsässer, Bretonen oder die Occitanier mit ihrer Kultur, mit ihren Problemen Gehör. Roger Siffer oder Martin Graf zum Beispiel sind bekannt, aber es gibt auch saarländische Musiker, die französische Folklore machen. An Ermenik zum Beispiel oder Kalabrunn. Die Gruppe Kalabrunn macht okzitanische Musik und vermittelt so durch die saarländischen Kneipensäle ziehend Sprache, Brauchtum, aber auch politische Probleme der Regionen im Süden von Frankreich. Ein Film von Wolfgang Felk. Mit etwas Fantasie und gutem Willen hat auch ein saarländischer Steinbruch etwas von dem rauen Charme der Gorge de l'Ardèche. Nur, dass es hier im Frühjahr halt doch beträchtlich kälter ist als in Südfrankreich. Aber die hier okzitanische Lieder singen, sind auch keine Franzosen, sondern frankophile Saarbrücker. Helmut Holz und Norbert Hitzelberger sind Kalabrünn, die Morgenröte. In dem Lied La Vieille Maillon, das alte Haus in Périgord, dort waren, früher wurde bei Menschen auch sehr viel Wein angebaut. Und da lebte ein Winzer mit seiner Familie, bis dann die Reblaus den Wein vernichtet hat und die Weinstöcke mussten ausgerissen werden. Im Lied heißt, er hatte die Pest, wie wenn er die Pest hätte. Und dann sind die Leute halt verarmt, die konnten jetzt keinen Wein mehr anbauen und sind nach Norden, nach Paris gegangen, in die Fabrik, um dort zu arbeiten und dann heißt es auch, um dort zu sterben. Das ist eigentlich sehr schlimm, wenn man dann am Land hängt, wie es die Leute dort schon tun, wie vielleicht wie wir Saarländer hier. Und dann kommt ein Tourist, kauft die Ruine auf und renoviert das sehr schön, macht einen Swimmingpool hin und sonnt sich dann das ganze Jahr über, während die Leute dann, die dort eigentlich leben sollten, weg müssen. Okzitanien. Ja, Okzitanien, das ist Südfrankreich, die Gascogne, Auvergne, Languedoc, Limousin, die Provence. Und diese Sprache, Okzitanisch, gibt es die offiziell überhaupt oder was, wo kommt die her? Das ist die Sprache der Troubadoure und die Sprache gibt es heute immer noch, obwohl die zeitweilig unterdrückt wurde und ja im Rückgang ist, aber sie gibt es immer noch. Und immer wieder mehr jetzt. Es sprechen wieder viele Leute, es wird in der Schule gelehrt, es gibt Schallplatten, Bücher, alles mögliche, was eine moderne Sprache ausmacht. Auf welche Wurzeln geht die eigentlich zurück? Es ist eine romanische Sprache wie das Französische, nur hat sich das Französische halt anders entwickelt durch die Franken, die in Nordfrankreich waren. Und im Süden waren die Völker, die dort eingewandert waren, also etwas toleranter. Das waren die Weißgoten, die haben sich mehr angepasst. Deshalb ist die Sprache
mehr im Urzustand verblieben da. Ne? Aber die Franzosen müssen die praktisch auch von der Pike auf neu lernen. Die können die auch nicht so als Zweitsprache. Ja, das ist halt kein Französisch. Das ist eine eigene Sprache und kein französischer Dialekt, wie man das oft annimmt. Und speziell jetzt diese Lieder, die ihr macht, wo habt ihr die ausgegraben? Ist das traditionelles Liedgut oder habt ihr selber auch was dazu gedichtet? Zum Teil sind das traditionelle Lieder, moderne Chansons, die wir dann selber arrangieren, mit unseren Mitteln, die wir haben, mit Instrumenten dann ausdrücken. Wenn drunten im Süden Frankreichs zum Tanz aufgespielt wird, dreht sich mehr als ein Paar im Kreis. Im Barrel House beschränkt man sich trotz kostenloser Weinprobe von einem Winzer der Ardèche aufs andächtige Zuhören. Die Tanzlieder sind zum Teil wirklich sehr alt und diese Tradition, die lebt wieder auf Marktplätzen und Buhlplätzen zum Beispiel wird wieder gespielt, dazu ein oder zwei Leute mit Dudelsack manchmal, die spielen dann, die Leute tanzen. Und die Tanzlieder, die waren früher eine Tradition, wenn also keine Musiker da waren, haben ein Teil der Leute gesungen und die anderen haben getanzt. Auch die zwei von Calabrün sind schon über die Dörfer Okzitaniens gezogen und haben dort als Fremde ihre Lieder, die Lieder dieser Region, gespielt. Mit ihrer reimportierten Folklore treffen sie den Nerv der Randgruppen in Frankreich, die Bretonen, die Basken, die Elsässer. Alle besinnen sie sich mit regionalem Selbstbewusstsein auf ihre Wurzeln, in einem zentralisierten Frankreich, in dem immer noch Paris das Maß aller Dinge ist.